Moin, mein Brothers und Sisters, mein Name ist Daily Styles und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Among Us. Wie das Spiel funktioniert, muss ich wahrscheinlich nicht erklären. Du wohnst nicht hinterm Mond, oder? Wir gehen in eine Lobby rein mit zwei Impostern, weil höhere Chance, dass wir Imposter werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, ich wusste es. Es war auf jeden Fall die richtige Wahl. Okay, der Grüne ist mein Partner. Wir müssen das erstmal so tun, als ob wir Task tun. Solange wir zu zweit rumlaufen, können wir sogar zwei Leute umbringen. Okay, die sind alle gut auf einem Haufen. Ich gehe mal zur nächsten Task. Das sieht ganz unauffällig aus, was ich hier mache. Aber wenn ihr nicht aufpasst, werde ich euch töten. Verdammt, die laufen zu zweit rum. Okay, den könnte ich theoretisch töten. Allerdings sind die anderen Spieler relativ nah. Obwohl? Oh mein Gott, wir müssen schnell weg. Aber ich sollte nicht wenden. Das wäre zu auffällig. Hier hat mich sowieso gerade kein Spieler gesehen von... Emergency Meeting? Wie bitte? Hast du irgendwas gesehen? What? Wer? Wieso? Was? Ja, das frage ich mich auch. Was geht bei dir? Es ist grün. Was? Nein! Mein Partner wurde jetzt schon erwischt? Oh, verdammt. There is no green. What the fuck? Das Problem ist, ein paar Leute haben schon gevotet. Ich vote jetzt einfach mal für Skip, weil ich habe ja wirklich nichts gesehen. Ich möchte nicht, dass mein Teampartner jetzt rausfliegt. Oh, er schreibt Self-Report. Wahrscheinlich hätte ich dann auch schwarz voten sollen, damit grün eine größere Chance hat, nicht rauszufliegen. Oh, Gott. Okay, Smiley. Ich bin jetzt alleine auf dem Schiff als Imposter. Zwei Leute oder drei Leute sind schon tot. Von daher haben wir eine relativ hohe Chance. Let's go. Oh, da hinten hat jemand was sabotiert. Okay, wir sollten jetzt wahrscheinlich auch nicht doof rumlaufen, sondern irgendwas tun, damit wir möglichst unauffällig wirken. Die Leute sind ja noch nicht mal annähernd fertig mit ihren Tasks. Oh, okay, hier sind sie auch doof. Wieso? Wieso? Jetzt schreibe ich... Fragezeichen. Erklären Sie mir das mal bitte. Es ist hellblau. Er hat die Vote davor geskippt. Ja, weil ich nichts gesehen habe. Ich vote nicht randommäßig. Wenn es schlecht läuft, bin ich jetzt raus. Aber ich skippe trotzdem die Vote. Ja, das war's. Oh mein Gott! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das regt mich jetzt total auf. Verdammt! Nur weil ich geskippt habe. Oh. Es war maximal mein Fehler. Soll ich jetzt wirklich noch Play Again drücken? Weil mir ist ehrlich gesagt peinlich, in dieser Lobby zu spielen. Die werden direkt am Anfang was schreiben. Du Arschloch. Wart's ab, wenn ich jetzt Imposter werde, dann ist rot aber sowas von am Arsch. I get the feeling. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich hoffe, ich werde nochmal Imposter. Ich werde sofort den Roten umbringen. Diesen Ubu. Spiel startet. Let's go. Na gut, man kann nicht immer gewinnen im Leben. Dann tue ich halt meine Aufgabe und werde darauf achten, wer der Imposter sein könnte. Okay, ich habe hier oben direkt was zum Downloaden. Ne? Machen wir mal. Ich finde es übrigens ziemlich schade, dass man hier, während man in diesem Download-Screen ist, nicht auf die Karte gehen kann. Weil dann bricht der Task halt schon ab. Okay, das haben wir geschafft. Die Weapons sollte ich relativ spät machen, weil das ist ein Visual-Task, obwohl... Ah, nein, er beobachtet mich nicht. Hätte er mich jetzt beobachtet... Oh, da ist eine Leiche. Und ich stand relativ nah da dran, oder? Ich glaube, ich bin raus. Verdammt, er wird sagen, ich stand da in der Nähe. Oh nein. Fragezeichen. Piepsel hat reported. In Navigation. Ich schreibe einfach mal gar nichts. Ich möchte nicht rausfliegen. Wo? Ja, hat er doch gerade gesagt, Mann. Ist irgendjemand suspicious? Ich hoffe nicht, weil ich dann verdammt da dran. Ich möchte nicht rausfliegen. No clue. Soll ich jetzt Skip schreiben oder fliege ich deswegen wieder raus? Ich traue mich fast gar nicht zu schreiben. Okay, ich skippe. Let's go. Ich glaube, die meisten skippen. Das ist gut. Eigentlich nicht, weil ich bin ja wirklich nicht der Imposter, aber trotzdem, das ist gut. Ein Vote noch. Ja, wirklich alle haben geskippt. Wir sind eine Einheit.
Was, Bruder? Außer natürlich, dass da zwei Mörder unter uns sind. Aber das ist ein anderes Thema. No one was ejected. Okay, zeig mal, wo sind die nächsten Objectives? Weapons. Ich würde gerne, dass irgendjemand mich dabei sieht. Ich vertraue diesem Ubu einfach nicht. So, lass mich den Visual Task machen, ne? Leider sieht mich jetzt halt wirklich keiner dabei. Das ist ärgerlich. Let's go. Okay, wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht. Wir sind mit den Weapons fertig. Piepse vertraue ich auch irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie, es ist dieser Ubu und dieser Piepsel. Das macht schon Sinn. Okay, zeig mal. Heutiges Passwort. 97543. Check. Okay, wir haben es geschafft. Dann lass uns hier mal was uploaden. So. Verdammtes Arschloch. Und der guckt sich sogar noch meine Leiche an. Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Egal, wir beenden trotzdem noch unsere Task. Das können wir ja auch noch als Toter. Verdammt. Es war dieser Cyanfarbene. Wo ist denn der? Der ist irgendwie in die Richtung gelaufen. Hier müsste er irgendwo sein. Aber lass mich das erstmal fertig bringen. Verdammt, das regt mich jetzt auf. Wieso wurde... Oh mein Gott. Seth Wagen. In Edmund. Mal sehen, ob die wenigsten drauf kommen jetzt. Who? Wer? Ich? Ich bin tot? Hallo? Ist irgendjemand suspicious? Ja, du verdammter! Du hast mich umgebracht! Wieso? Das Spiel ist frech. Das Spiel ist einfach viel zu frech, Mann. Zwischen Kaffee und Edmund. Es war weiß-orange. Ja. Was ist weiß-orange? Weiß und orange? Bob und Piepsel? Aber die meisten sind für Skip. Okay. Ja. Ich bekomme meine Rache nicht. No one was... Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Bitte, haut diesen Seth Wagen rum. Guckt mal, wie auffällig er sich verhält. Wo lang läuft denn der überhaupt? Was ist seine Aufgabe? Beobachtet den doch mal. Der tut doch gar nichts. Der läuft einfach nur. Oh Gott. Eventuell wird einer draufgehen. Jetzt bring ihn um. Er tut so, als ob er die Task macht. Er ist ein ganz dreckiger. Du hast jetzt die Chance, ihn um... Du bist so gemein, Mann. Oh mein Gott. Und er wendet einfach weg. Ist das ekelhaft. Okay. Ich erfülle meine Aufgaben mal lieber weiter. Fällt niemandem die Leiche hier auf? Hallo, wie wär's mit dem... Ja. Er hat jetzt reported. Und zwei andere Leute sind gerade rausgelaufen. Das heißt... Oh mein Gott, das wird so dämlich. Das wird so dämlich. Also, Cyan war mit Schwarz. Warte mal. Er hat recht. Ich denke, Cyan hat Schwarz getötet und ist dann gewendet. Das ist richtig. Hört auf diesen Mann. Er ist schlau. Aber ich war in der oberen Engine. Du bist ein Lügner, Mann. Ja, du musst dorthin gewendet sein. Dieser Typ ist ein verdammtes Genie, Alter. Verdammt, Genie. Ich hab dich gesehen, bevor der Strom ausgegangen sind. Und als ich wiederkam, war Schwarz tot. Und du warst weg. Gib diesem Mann einen Oscar. Applaus. Applaus. Er hat mit allem, was er sagt, einfach recht. Aber jetzt kommt der entscheidende Moment. Votet. Ruhe. Oh mein Gott, er fliegt sogar raus. That Swaggy Man ist raus. Aber es gibt noch einen Imposter. Und nicht mal ich weiß, wer dieser Imposter ist. Er hat alles richtig gemacht. Verdammte Kacke. Okay, am besten ich erfülle jetzt erstmal meine Mission, damit unser Team wenigstens weiterkommt. Ich möchte ja nicht, dass wir trotzdem verkacken. Oh, guck mal, wir können immer gerade Linien rüberziehen. Wahnsinn. Okay, wir müssen noch einmal verkabeln. Das ist oben in der Cafeteria. Und danach müssen wir einfach zu den Schilden nach unten laufen. Da hätte ich eben gerade auch einfach hingehen können. Verdammt. Das hätte Zeit gespart. Okay, haben wir geschafft. Let's go. Lass uns das schnell mit den Schilden machen, ne? Und ich würde auch gerne mal wissen, wer der zweite Killer ist. Das weiß ich halt bis jetzt noch nicht. Okay, soweit haben wir alle unsere Missionen erfüllt. Aber, nee, wir haben alles erfüllt. Wer bist du denn? Die liegt da einfach. Die Tasks sind fast durch. Das heißt, wenn der Mörder sich jetzt nicht langsam mal beeilt, war's das. Oh, es ist... Ubu! Er ist der Mörder! Verdammt, ich wusste es die ganze Zeit! Ich habe von Anfang an gesagt, ich vertraue diesen Ubu nicht. Und ich sollte recht haben.
Verdammt, da ist sie. Dead body reported. Okay. Was schreiben die? Lower engine. Wo? Okay, wir wissen wo. Aber werdet ihr auf den richtigen kommen? Es ist Ubu. Irgendwer suspicious? Ubu fragt suspicious, du Arschloch. Die haben absolut keinen Plan. Grün schreibt. Also Rot kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich habe nichts gesehen, was beweist, dass er nicht der Imposter ist. Oh mein Gott, dieser Grüne ist genial. Was würden wir ohne ihn tun? Aber er hat jetzt geskippt erstmal, aber er ist auf den richtigen Weg schon wieder. Rot ist halt echt komisch. Nur Ubu hat noch nicht gevotet. Obwohl doch, jetzt für Skip Vote. Okay, ich beobachte den jetzt einfach mal. Ubu. Ja, hier hat er keine Chance, jemanden zu töten. Das ist das Problem. Und in die Überwachungskameras zu gucken, bringt ihm auch nichts. Die Leute, die immer zuerst aus dem Security-Raum rauslaufen, beziehungsweise die Leute, die immer zuletzt reinkommen und als allererstes rauslaufen, sind meistens die Imposter. Weil die können mit den Kameras halt nichts anfangen. Guck dir dieses komische Movement an. Natürlich ist das. Aber Grün ist ein Detektiv, der hat dich gleich. Und alle Geister folgen diesem Ubu. Oh, der hat echt Hoffnung, dass er hier noch jemanden findet. Oh nein, da kommt Grün. Und Ubu hat ihn gesehen. Das ist... Ja. Oh, er war der Beste. Und jetzt wendet er davon. Was ein Assi. Wohin ist er gewendet? Auch nicht hierhin. Ha. Ah, da. Oh, okay. Und er wollte gerade die nächste Person umbringen. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. Oh, oh. You don't know you're beautiful. Piepsel schreibt Red. Und dann voten direkt zwei Leute? Was? Drei Leute? Er hat jetzt auch wahrscheinlich für Rot gewotet. Das war's. Ohne irgendein Hinweis. Einfach randommäßig reingevotet. Und wir haben es geschafft. Was? Okay, das macht mich zu einem Gewinner. Nice. Okay, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Runde noch gewinnen. Ich dachte eigentlich, wir haben total verkackt, nachdem Grün gestorben ist. Aber anscheinend hat alles ein gutes Ende. Nur die Wurst hat zwei. Na gut, Leute. Ich denke mal, ich beende jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren sowieso nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.